So, dann habe ich genug XP. Hilft mir eigentlich auch nicht weiter. Ich pop mich ja jetzt nicht dahin zurück, wo ich Skills kaufen kann. Wobei, das mal... Ich könnte ja gleich mal hier diesen komischen Flugmeister-Dings benutzen. Ich muss ja sowieso noch mal in die Stadt zurück. Steht da ja. Dann können wir uns das auch mal angucken, wie das aussieht. Das ist doch eine tolle Idee. Dann möchte ich jetzt hier bitte einmal... Wie funktioniert das denn mit dem Recall? Jetzt müsste ich wissen, wie ich in meine... Na, hier bin ich richtig. Return. So. Okay. Tada. Und jetzt bin ich hier an diesem Ding wieder zurück. Da kann ich erstmal zwei Sachen abgeben. Einmal hier, guten Tag. Illegal Lodging. Zack. Und da, hallo. Das können wir auch abgeben. Die Prayer Beats haben wir nämlich. Zack, gibt es nochmal ein bisschen Erfahrung. Und hier kann ich auch, das kann ich abgeben. Mit den Worgen, das andere. Ach, das ist eine neue Quest. Okay, da gibt es auch dann Schwert und ein Mace. Und das ist aber irgendwie alles schlechter als das, was ich habe. Das ist irgendwie langweilig. Hm. Nehmen wir hier die Quest auch noch an. Ja, komm, gib her. Ja, ja, komm. Ist gut. So, dann fliegen wir jetzt mal zur Stadt zurück. Da hinten, da ist nämlich noch irgendeine komische Quest. Jetzt soll ich wieder dahin. Das, nicht im Ernst, oder? Och Gott, nö. Das ist doch doof. Muss ich gleich ja wieder dahin. Ja, gut, okay. Moment, hier haben wir auch noch eine Quest. Da ist noch was. Tour sind Big Boss. Und da auch. Wer ist Tutti? Das ist da oben. Okay. Aber erstmal fliege ich jetzt mal bitte zurück. Da gibt es nämlich erstmal noch eine Quest zum Abgeben. Ja, komm, ich weiß. Hübsch. Das ist ja lustig. Das gefällt mir. Okay, warum ist die Karte jetzt so groß geworden? War ich das? Ist das gerade automatisch passiert? Also gut, jedenfalls, was ich sagen wollte, erstmal noch hier die Quest abgeben. Und vielleicht können wir noch ein paar neue Skills lernen. Wo willst denn du hin? Da oben ist die. Hier, links, links. Warum macht er jetzt so einen Schlenker nach da ganz rum? Das war jetzt aber unnötig, ne? Na gut. Wird die, nein, die Karte wird nicht kleiner, das ist schade. Dann möchte ich die, wie kriege ich die überhaupt wieder weg? Ah, mit N. Ah, und mit N, ha, verstehe. So kann ich die noch groß und klein machen, das ist ja interessant und schön. So, wo ist denn der komische Typ, den ich hier anquaken soll? Hallo? Hallo? Was zeigt der mir, der zeigt mir den auf der Karte auch gar nicht an. Da. Ach, die ist da drin, wa? Ist das wieder... Aha, das ist die komische Rüstungsverkauffrau. Okay, hier. Guten Tag. Ich hab da was für dich. Okay. Ja, und nu? Keine Ahnung. Erstmal verkaufe ich jetzt Kram. Sell all Misk. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir das noch wegpacken. Und das. Und das. Und... Was ist das denn? Oh, das ist ja lustig. Hier haben wir doch was zu futtern. Das ist ja super. Okay, dann können wir das und das und das kann weg. Das Iron Ore lasse ich mal. Das kann auch weg. Das kann weg. Und dann haben wir hier vielleicht noch was. Das und... Ne, die Robe ist ein Quest-Item. Die kann ich natürlich nicht verkaufen. Den Schild. Und die Mana-Potion brauche ich auch nicht. Okay, und das können wir jetzt mal alles hier fertigen. Dankeschön. Was hast denn du noch so zu verkaufen? Irgendwas Interessantes. Chain-Zeug. Ja, das ist alles Stufe 10 und das hier ist alles schlechter oder ich habe es schon. Okay, ist ja langweilig. Mana Stone Remover. Nö, ich habe ja keine reingetan. Ich kann ja noch keine reintun. Ich bin ja noch nicht Stufe 10. So, aber wir können ja mal hier gerade gucken. Hallo Warrior Trainer. Hast du vielleicht irgendwas in Rage Shutter zu verkaufen? Okay. Stufe 9 kriege ich das. Aha, aha. Parry. Na gut, Rage. Was macht ein Rage? Increases physical attack and forms a protective shield. Bla 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 bla. Aha. Okay. Keine Ahnung. Von mir aus. Gib mal her. Zack. Jetzt habe ich. Kann ich Rage. Das war jetzt aber. Upala. Nichts Passives, oder? Das heißt, das muss ich jetzt mir irgendwo. Ist es doch passiv? Moment. Ach, da heißt das, ich kann das erst benutzen, wenn ich
gehauen wurde, ja. Na gut, ich pack das mal dahin. Und da da und da da. Und da da. So. Dann ist es auch ordentlich hintereinander. Oder ist das ein Teil einer Chain? Hoppala. Nö, das kann ich noch nicht. Doch, hier, Rage. Das und dann Rage. Ah, okay. Verstehe. Nee, dann packe ich das mal dahin. Und dann machen wir das so. Dann kann ich nämlich... Die Frage ist, wie macht er das dann gleich? Junge, kann ich mal an so einen Training-Dummy gehen, wenn ich jetzt das drücke? Okay, dann ist hier direkt der Robust-Dings hinter und hier ist das andere. Ah, okay. Verstehe. Na gut, das ist ja schön. So, wollte ich hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Das war's eigentlich. Okay, dann können wir ja wieder zurückfliegen. Hallo, Circa. Der ist auch so eine komische Sprache. Private Store. View Details. Was heißt denn das? Was heißt denn Private Store? Aha. Ach, das ist ja lustig. Der verkauft hier Sachen, aber für ganz schön viel Geld. Na gut. Ja, was heißt für ganz schön viel? So viel ist das eigentlich gar nicht, ne? Man hat ja sehr, sehr viel. Egal, fliegen wir mal erstmal wieder zurück hier. Können wir uns wieder den schönen Flug angucken. Oh, mein Kaffee ist fast alle. Das ist natürlich ungünstig. Na gut. Dann muss ich wohl gleich auf Wasser umsteigen oder eine kleine Aufnahmepause machen. Schauen wir einfach mal, was da eher kommt. So, beziehungsweise, oh, ich glaube, mein Wasser ist auch fast alle. Das ist natürlich ungünstig. Dann muss ich wahrscheinlich wirklich gleich mal kurz eine Aufnahmepause machen. Aber gut, das macht ja nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war jetzt ein direkterer Flug. Der ging auch schneller, oder? Naja. So, dann möchte ich einmal bitte das da machen. Wer ist Tutti? Und also nicht wer ist Tutti, sondern where ist Tutti? Und hier diesen komischen Tursinn Big Boss verhauen. Das haben wir schon mehrmals gemacht, glaube ich. Das können wir ja auch mal machen. So, jetzt hier Collecte mal bitte. Ich weiß auch immer noch nicht, was ich mit diesen Dingern machen kann. Ich könnte mal gerade... Moment, wo waren dieses... Das ist das, was ich kann. Actions ist auch schön. Loot, Toggle, Combat. Haben wir hier irgendwie sowas wie... Ich weiß nicht. Craft. Aber hier kann ich nur Collect... Hallo? Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber passt schon. Ich habe irgendwie nur mit rechts da auf Craft gedrückt, dann hat die das angefangen einzusammeln. Hier haben wir aber nichts, was irgendwie Crafting wäre, ja. Das ist zwar schade. Ich würde gerne mehr von meinen Bandages machen. Ich habe nämlich nur noch 8, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Gut, da vorne ist irgendwo ein Tursinn Big Boss. Zumindest steht das da. Oder da kann einer sein, ich weiß es nicht. So, können wir erstmal die... Hallo? Wer hat da gerade auf mich... Was war das? Irgendwas hat da, glaube ich, gerade auf mich gecastet und mich gehauen und überhaupt. So, jetzt machen wir hier mal Rage. Zack, das absorbiert Schaden. Steht da. Natürlich cool. Kliona Breaches, aber es ist nur Leder, wobei die trotzdem deutlich besser sind als das, was ich habe. Da war das gerade schon wieder auf irgendwen. Ist das der da oben? Ich weiß es nicht. Ich tue mal die Waffe weg und dann nehme ich mal hier die Buchsen. Die sind nämlich... sind besser, oder? In allem was... Ja, in allem sind die besser, dann können wir die doch anziehen. So. Sehen die aus? Ja, okay. Na gut. Sehr eigenartige Hosen. Kann man das noch Hosen nennen? Sieht nämlich nicht aus wie eine Hose. Sieht vor allem nicht aus wie eine wahnsinnig robuste Hose, sagen wir mal so. Na gut, aber das ist ja typisch für solche Spiele. Das ist wieder typisch MMOs, da ist das irgendwie so. Da stehen irgendwelche Leute rum. Guten Tag. Wo ist denn hier? Ich möchte gerne den Big Boss verhauen. Ist aber irgendwie keiner. Dann mache ich halt erst das andere da. Wer ist Tutti? Da haben wir... Oh, das können wir auch mal gerade einsammeln. So. Ich finde es immer noch sehr faszinierend, dass sie irgendwie für das Erz im Boden rumgräbt. Iron Ore, 3 von 7. Aha. Das muss ich einsammeln? Ist das auch eine Quest? Tatsächlich hier. Mein Ohr, and take it to Poor. Ah, okay. Dann können wir das ja auch machen im Prinzip.
Wenn wir schon dabei sind, wo ist denn jetzt hier? Moment, wer ist Tutti? Da ist das irgendwo. Ist das der da? Ist das da Tutti, ja? Das Schwein, das da so vor sich hin brät. Wäre natürlich ungünstig. Der arme Tutti. Naja, aber wo ist er denn jetzt? Schon ein grüner Ledergürtel? Oh. Ist das tatsächlich? Och Gott. Nö, das ist doch. Das arme Viech. Och. Mensch, da wird er sich aber nicht freuen, der Auftraggeber. Ach ja, dann eben nicht. Der arme Tutti. So, dann muss ich jetzt aber noch mehr Erz einsammeln, ne? Erz ist auch für den da oben. Das heißt, das lohnt sich vielleicht, das jetzt zu machen hier. Wenn ich dann da hinten ankomme, so, dann können wir noch mal gerade noch gucken. Vielleicht gibt es da hinten irgendwo einen Big Boss. Dann gehe ich mal dahin. Dann können wir die Quest vielleicht nebenher, nämlich da hinten war zumindest gerade was sehr Großes. Da ist ein Big Boss. Okay, dann ist das da hinten jetzt mein Ziel. Da möchte ich gerne hin. Hoffentlich kommt mir da nicht Chihagarianus vor. Das wäre nicht so schön. Oh, er hat Erz. Das ist gut. Komm. Direkt draufdrücken und den Rest machst du jetzt alleine, Frau. Du darfst da jetzt komplett alleine hingehen. Nee, darfst du doch nicht. Kral Whisperer. Die haben alle komische Titel. Wo haben die ihre Titel her? Ich möchte auch einen Titel eigentlich. Habe ich das Schild erhoben, bevor er einen Schlag gemacht hat. Jetzt fühle ich mich sehr skillig. Ein bisschen wie das Blocken bei DC Universe. Das ist ein bisschen. Da fühlt man sich gut, wenn man es hinkriegt. Das ist, wie nennt sich das dann? Rewarding, nenne ich es jetzt einfach mal. Ihr wisst, was ich meine. So, haben wir die Quest auch fertig. Das heißt, wir müssen jetzt als nächstes. Ich muss auch noch irgendwie Kibara Strip meinen. Das ist doch hier. Das heißt, ich brauche immer noch einen Ancient Cube. Ach, Moment, ist das? Nee. Ach, ich muss erstmal drei von den komischen Big Bosses umhauen. Aber hinten sind noch welche. Blub, 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 blub. Aber ich muss auch noch einen Ancient Cube finden. Wo auch immer das ist und was auch immer das ist. Oh, da kommt noch einer. Geh mal ein kleines Stückchen zurück hier. Toll, er bleibt aber einfach stehen. Das ist super. Können wir bitte hier mit dem Schild kämpfen? Okay, einer ist tot. So. Dann zack und rums. So, dann können wir hier nochmal wieder Rüstung kaputt machen. Ich kann nur bei jeder zweiten Chain Rage benutzen. Nicht mal ganz. Passt nicht mal das ganz. Hier ist noch ein bisschen Eisenerz. Ist doch auch schön. Aber wo kriege ich jetzt diesen komischen Ancient Cube her? Können wir da mal bitte hier ins Journal gucken? Was ist das denn? Quest Tracker ist voll. Du mich auch. Scheiß Ding. Wo muss ich denn da hin? Pernos. Wo ist Pernos? Locate. Da hinten. Okay, da komme ich eh vorbei. Das sehe ich dann schon. Aber wo kriege ich den Ancient Cube her? Go to Kabara. Search for the Ancient Cube. Locate. Da. Ach nee, da ist die Strip Mine. Aber wo ist jetzt der Cube? Oder ist der da auch tatsächlich? Da ist ja schon wieder Erz. Ist ja prima. Ich brauche ja noch zwei. Tja, wo ist jetzt dieser Ancient Cube? Da hinten sieht es natürlich. Heißt das jetzt tatsächlich, da ist das? Moment, da steht doch was. Is at the position indicated on the map. Ja, ich weiß, ich bin jetzt auch in der Strip Mine. Da bin ich ja gerade. Das ist ja auch richtig so. Aber wo ist jetzt der Ancient Cube hier? Da ist der Kessel. Da musste ich doch auch hin. Ist das vielleicht das, wo der Ancient Cube ist? Oder ist es noch wieder was anderes? Nee, das ist das Fluid Sample. Das muss ich aber auch machen. Das heißt, mir fehlt immer noch dieser komische Cube. Dann, wenn ich das jetzt eingesammelt habe hier, können wir das mal bitte gerade machen. So. Ist der vielleicht da unten? Meet Pernos. Unten ist hier irgendwas. Da fliegen irgendwelche komischen Dinger rum. Oder ist es ein Baum? Ich weiß es nicht. Könnte beides sein. Tja.
Ancient Cube, Ancient Cube. Hier davon ist das nicht. Sieht nicht so aus. Wo kriege ich jetzt einen Ancient Cube her? Hätte ich mal den Questtext gelesen, da wäre das vielleicht ordentlich drin vorgekommen. Tja, droppt. Der hat den irgendwo hier verloren. Aha. Sicher, dass den keiner von diesen Typen hier mitgenommen hat und der jetzt irgendwo ganz am Arsch der Welt ist, ja? Das könnte nämlich passieren. Ich möchte eigentlich nicht mit diesen ganzen Viechern hier kämpfen. Die sind alle unter meiner Würde. Ich möchte mich gar nicht mit denen abgeben. Tja, ich habe den bis jetzt aber nicht gesehen. Wer weiß auch, wie groß dieses Ding ist. Gucken wir mal hier hoch. Na, ich komme hier nicht den Berg hoch. Ich würde gerne diesen Berg hier hoch. Ach, blöd. Schade. Der muss doch aber irgendwo dann auch hier in der Nähe sein, oder nicht? Das ist hier vorne irgendwo. Nee. Ey, hallo. Ach, das ist der Typ, der da oben schießt. Kann ich mich mal in Ruhe lassen, bitte? Nerviges Drecksviech. Tja, ich weiß jetzt aber echt nicht, wo der sein könnte. Das heißt, ich gehe jetzt einfach zurück. Das ist mir jetzt egal. Ich möchte jetzt nicht ewig diesen komischen Cube hier suchen. Ich möchte nicht die ganze Mine irgendwie nach diesem komischen Ding absuchen. Das wäre ja total nervig. So, komm. Stirb, Dukaki. Was war das? Ein Warrior? Nee, ein Brawler. Ist ja quasi ein Warrior. So, ich mache schon hier dreistellige Zahlen zum Teil. Das ist ja interessant. Zahlen steigen sehr schnell. So, Rusty Shackle. Hier ist noch ein Outlaw. Komm, den verprügel ich auch. Wenn wir schon dabei sind, können wir den direkt verhauen hier. Liegt ja quasi auf dem Weg. Zack. Na, warum hast du mir jetzt so komisch geguckt da? Ja, komm, die zweite auch noch. Ich habe die eigentlich schon gedrückt. Mehrmals sogar. So, schon wieder ein Canyon Sword. Naja. Hüpf, hüpf. Wie in einem MMO, das so sich gehört, müssen wir natürlich die ganze Zeit hüpfen. Hüpf, hüpf. Da hinten ist schon wieder die Blume, die ich schon mehrmals eingesammelt habe. Was war das denn gerade? Was zur Hölle? Komische Leute laufen hier rum. Warum haben die alle Titel? Ich möchte auch einen Titel. Kann ich bitte einen Titel kriegen? Was für Stufen haben wir denn? Stufe 6. Ich bin Stufe 8. Warum habe ich noch keinen Titel? Und die haben schon einen Titel. Treehugger. Haben die irgendwelche interessanten Sachen gemacht? Irgendwas besonders Tolles oder so? Und deswegen haben die irgendwelche Titel gekriegt. Pff, Frechheit sowas. Okay, hier gibt es Schüchen, aber meine Schuhe sind besser. Das heißt, das bringt mir irgendwie überhaupt nichts. Schön. Dann hier kann man bitte einmal... Hast du irgendwas Interessantes zu verkaufen? Vielleicht sowas... Ah, Bandagen. Kann ich da mal hier... Nehmen wir mal 10 einfach, dann habe ich wieder 16. Das sollte erstmal reichen. Das sind denn Extraction Tools? Aha. Kann ich Sachen mit kaputt machen? Das ist ja schön. Naja... Brauche ich nicht. Okay, also müssen wir jetzt nach da oben hin. Aber bevor ich das tue, werde ich wohl wieder eine kleine Aufnahmepause machen. Denn wie gesagt, mein Kaffee ist alle. Das geht so überhaupt nicht. Was habe ich auch nicht mehr. Aber beim nächsten Mal, beziehungsweise gleich, geht es dann... Der hat aber einen großen Kopf. Geht es dann in Richtung Mine zurück. Da waren wir zwar schon mal, aber wir müssen ja offensichtlich nochmal dahin. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis gleich. Tschüss.